Liebe Caro, wie geht es dir und wo bist du gerade? Mir geht es gerade sehr gut. Ich bin nämlich wieder zu Hause angekommen nach einer Tour mit Pastai Basta. Pastai Basta ist ja ein italienischer komischer Liederabend von den Hamburger Kammerspielen aus, geschrieben von Dietmar Löffler. Und wir waren jetzt und auch, ich glaube, es ist noch gar nicht lange her, hatten eine richtig fette Tour. Und das war sehr, sehr schön. Die Leute haben sehr gelacht. Theater waren nicht alle mega voll, leider nicht. Aber die da waren, es war alles ganz toll. Und Schön. jetzt sitze ich tatsächlich, weil es hier am bequemsten ist, weil es meine schöne Ecke ist, es ist mein Bett, sitze ich auf dem Bett und spreche mit dir. Sehr, sehr schön. Du spielst ja nicht nur Theater, du hast auch zahlreiche Bühnenprogramme ins Leben Ja. gerufen. Du hast einen Aberabend, einen Streisand-Abend, es gibt Caro Unplugged, La Diva Loca und viele, viele mehr, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Das zeigt mir, dass du sehr, sehr gerne auf der Bühne stehst und vor allem, dass du eine große Wandlungsfähigkeit hast und das auch gerne zeigst. Hast du einen Konzertabend, der dir besonders am Herzen liegt? Also sie liegen mir alle sehr am Herzen, weil sie so unterschiedlich sind. Und in dem Falle geht es auch, also was, ich bin natürlich gerne auf der Bühne, aber ich bin auch gerne nicht auf der Bühne. Man glaubt es kaum. Aber es ist natürlich eine Form des Geldverdienens. Und je mehr vielseitiger man ist, desto mehr Geld verdienen kann man auch. Man könnte auch sagen, man müsste sich fokussieren, dann kann man noch mehr Geld verdienen, aber es geht letztendlich ja gar nichts ums Geld, obwohl es trotzdem ums Geld geht, verstehst du? Weil die Zeiten haben sich so geändert und ich finde, in der Vielseitigkeit liegt ganz oft leider auch die Kraft. Und bei mir ist es halt, das ist halt mein Leben und ich kann mich nicht auf eine Musik fokussieren, das auf einen Stil, weil ich das einfach nicht bin, ja? Und nichtsdestotrotz habe ich, also wenn ich sage, einen Lieblingsabend, dann in der Ruhe würde ich dann eher sagen, in der Ruhe liegt die Kraft. Für mich selber ist es auch das Album. Das Caro-Album ist ja entstanden aus einem Abend, der da hieß Caros kosmische Kollision, was ich im Planetarium ein Jahr lang gespielt habe mit meinen Musikern. Und der ist ja auch aus einem bestimmten Grunde entstanden, weil es sich da auch was Privates vermischt hat. Eben der 18. Geburtstag von meiner Tochter damals war das. Sie ist aber jetzt 27. Seitdem war es in meinem Kopf, dass ich gerne einen eigenen Abend in dem Planetarium, in Verbundenheit mit dem Universum, machen möchte, weil wir ihren Geburtstag damals im Planetarium gefeiert haben. Und das war eine Überraschung für sie, dass sie nachts nur mit uns als Familie praktisch ins Universum, in ihr Erwachsenenleben eingestiegen ist. Und das war ein unfassbarer Abend. Und daraus sind Chaos kosmische Kollision entstanden. Und daraus jetzt ebenso viele Jahre später dieses Album, weil ich gedacht habe, das ist die richtige Zeit dafür, auch mit dieser Geschichte, die ich da erzähle. Weil jeder hat von uns seine Schwierigkeiten auch mit der Corona-Zeit gehabt und hat sie immer noch. Und das ist ein Stück Hoffnung. So habe ich das gesehen. Schön, das klingt sehr, sehr schön. Wir kommen Als gleich auch noch. Künstlerin muss ich sagen, wenn ich sage ich so, ich möchte mich selber verausgaben, ja, ist natürlich La Diva Loca, ist halt La Diva Loca. Da kann ich auch irgendwie alles machen und da kommen meine ganze Tanzerei zum Vorschein und natürlich liebe ich das, ja. Verstehe ich sehr. Du bietest ja wirklich viele Abende an. Das haben wir ja eben gerade schon so ein bisschen angeschnitten, welche es zum Beispiel gibt. Du bist natürlich auch im Entstehungsprozess dieser Konzertabende, dieses Bühnenprogramms beteiligt. Wie oder was inspiriert dich, einen Abend zu gestalten? Ist es eine gewisse Richtung, wo du sagst, oh, das würde ich super gerne mal in meinem Stil aufbringen? Oder kommen die Gedanken einfach beim Kaffeetrinken so aus dem Nichts? Wie darf man sich das vorstellen? Ja, tatsächlich. Also jeder Abend hat so seine eigene Entstehung. Bei ABBA macht glücklich war es natürlich okay. Jetzt ist ja auch schon wieder so viel Zeit vergangen. Aber damals, als ich den circa, ich glaube, das war vor 5 Jahren, als ich den angefangen habe, hatte ich ja lange, lange keinen Mamma Mia, also keine ABBA. Ich habe nie ABBA-Songs gesungen. Und dann damals habe ich dann gesagt, okay, jetzt muss es mal sein. Aber wenn, dann möchte ich das verändern. Also ich erzähle meine Geschichten dazu und es muss
in anderen Arrangements passieren. Also das war das eine. Und deswegen war Cello dabei oder ist Cello dabei. La Diva Loca ist auf der Insel entstanden, mein zweites Zuhause auf Mallorca, als ich gedacht habe, wie schaffe ich das eigentlich, dieses zusammenzufügen, mein Temperament, zusammen mit der Stimme, zusammen mit dem Tanzen eben und einfach verrückt sein und gerne einfach so sein, wie ich bin. Okay, dann mache ich einfach Musicals im lateinamerikanischen Stil und meine Songs, was mir da gerade einfällt. So, dann ist das entstanden. Der Streisand-Abend ist damals noch entstanden, als es darum ging, wie lande ich im Feuilleton? Und wie möchte ich eigentlich mal auf der Bühne stehen, das krasse Gegenteil von dem, was ich sonst immer so mache? Dann, und vor allen Dingen in einer Jazz-Richtung singe. Jazz, modern, sehr, sehr elegant, aber trotzdem richtig groovend, cool. Dann kam der Streisand-Abend zustande mit Lutz Krajenski, der ja nun oder unfassbar, unfassbar, was der arrangiert hat und was das für ein Pianist ist. Dann kam welcher Abend noch? Also dann welche? Also Caro Unplugged. Das ist halt letztendlich ist es eigentlich das Album, dass wir das zu dritt so spielen können. Oder wenn ich einfach nur mit einem Gitarristen auf der Bühne bin, dass ich sage, oder mit dem Bassisten noch dazu, ach, lass uns einfach was spielen, worauf wir Bock haben. Das ist Caro Unplugged. Und was war da noch? Was hatte ich noch? Ich Ach glaube, so, du hast. Country hatte ich. Ich habe so viele Abende. Manchmal, Genau. ganz ehrlich, komme ich selber durcheinander. Das glaube ich, das glaube ich. Da, manchmal komme ich selber durcheinander, weil ich auch noch Theater spiele. Aber das macht alles so Spaß. Und nichtsdestotrotz habe ich jetzt gesagt, ich habe jetzt ein Caro Kreativbüro, das leitet René Tillmann. Und René Tillmann und ich, wir haben uns über das Theaterloft, das was ja nicht funktioniert hat, gefunden. Und es ist eine große Kraft an meiner Seite. Ich bin da auch sehr, sehr dankbar dafür, weil er mich in allem unglaublich unterstützt und wir, sag ich mal, auch mich in eine Richtung bringen, dass wir sagen, das bist du jetzt und dafür muss es auch ein Bild nach draußen geben, die Caro, ja. Und nicht, dass man das als Merchandise eben auch nach vorne bringen kann, etc. Auch wenn ich nächstes Jahr nulle, ist doch völlig egal. Wir müssen es einfach irgendwie hinkriegen. So, und der arbeitet mit mir und wir haben neue Flyer fürs nächste Jahr, tatsächlich zwei neue Abende. Und haben das andere, viele Abende auch ein bisschen gecancelt und halten was zurück, dass ich nicht zu viel mache. So, und das wollte ich noch sagen, weil es wird schon sehr, sehr viel. Es sind insgesamt sechs Abende, ne? Ja, plus Theater spielen. Ich wollte gerade sagen, du hast auf jeden Fall eine große Anzahl an Repertoire und natürlich auch sehr viel gemacht. Du machst diesen Job ja auch nicht erst seit ein paar Jahren, sondern schon seit einigen Jahrzehnten oder mehreren Jahrzehnten. Aber ich glaube, das ist auch das Schöne, die Erfahrung, die man gesammelt hat in all dieser Zeit, das bringt einen ja auch weiter. Und ich glaube, Absolut. das spürt auch das Publikum. Also ich selbst habe in den letzten Jahren auch einige Abende mir ansehen dürfen von deinen unterschiedlichen Stücken. Nicht alle, aber schon einige. Und eins kann ich sagen, es wird niemals langweilig und man geht immer gut unterhalten nach Hause. Also Ja, super. das Feedback möchte ich an dieser Stelle gerne einmal Ja, super. Ja, rübergeben. darum geht's ja eigentlich, ne? Es geht nicht immer nie es geht immer um ein Lebensgefühl bei mir. Wenn ich auf die Bühne gehe, egal was ich mache. Und das geht auch rüber in Theaterstücke natürlich. Es geht immer darum, wenn man zu Caro in die Vorstellung geht, heißt es, ich werde glücklich wieder nach Hause gehen. Ob das nun ABBA macht glücklich ist oder eine andere Musik ist, aber ich bin einfach ein Transportmittel für die Leute sollen bitte dieses Leid, was sowieso auf der Welt herrscht, ja, an diesem Abend ein wenig zu Hause lassen. Und weinen kann man trotzdem immer, weil es dazugehört, ja. Absolut. Ja. Absolut. Macht ja auch ein Stück weit glücklich. Es befreit ja. Weinen ist ja nichts Ja. Schlimmes. Dafür muss man auch sich Nein, nicht also, schämen. Das nee, Ganze ganz im natürlich ist. Gegenteil. Ich finde ja Weine total richtig und wichtig. Und ich bin eher ein Mensch, der viel weint als lacht. Aber was ich nach außen transportiere, das ist das Glücklichsein und womit ich mir manchmal tatsächlich auch selber helfe, ja, weil privat ist man privat. Ja. Aber wenn ich auf der Bühne stehe, möchte ich einfach und das ist wirklich sehe ich als Künstlerin für mich als Aufgabe, den Menschen Glück zu schenken. Eine schöne Aufgabe. Du hast in diesem Jahr mit Nick Breitenbach ein sehr schönes Stück gespielt. Der letzte Ritt Ja, nach San Fernando. Sehr ja, unterhaltsam. Kommt nächstes Jahr wieder ins Schmidt-Theater in Hamburg. richtig. Sehr zu empfehlen. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt rein da und
die Welt mal für ein bisschen vergessen und sich auf eine sehr nette und gute Reise in den Wilden Westen einlassen. Das ist ja auch eine Produktion, die eine ganz andere Seite von dir gezeigt hat. Also die Songs waren ja auch ein bisschen aus dem Country-Bereich, die ihr dort gespielt habt und doch auch sehr moderne Sachen dabei. Also es war ein sehr, sehr interessanter Mix. Ich habe es auch zweimal gesehen. Wie war die Es ist Zusammenarbeit? Wie? ein Fit-for-Fun-Stück ist das. Ja, definitiv. Also da ist eine Menge los, also passiert auch eine ganze Menge. Wir wollen nicht so viel spoilern, damit die Leute, die es noch nicht gesehen haben, sich das auf jeden Fall anschauen. Aber wie war denn die Zusammenarbeit mit Nick? Ihr habt ja schon in der Vergangenheit sehr viel gemacht und seid so dieses Dreamteam, kann man fast sagen. Also zumindest ist es die Außenwahrnehmung, würde ich behaupten. Ja, absolut. Also Nick ist für mich, der ist auch irgendwie Familie. Im beruflichen Sinne, ja, privat, aber auch, wir sind auch sehr befreundet. Aber das ist natürlich privat, das ist immer noch wieder was anderes. Man kann sie nicht so oft sehen und so. Aber wir kennen uns auf der Bühne so gut und wir vertrauen uns gegenseitig so unglaublich. Und niemand neidet dem anderen was, ist sowieso nicht in meinem Leben. In meinem Künstlerleben gibt es das nicht. Und man braucht aber für solche Stücke, die wir beide machen, braucht man absolut den gleichen Humor. Und den haben wir. Also auf der gleichen Wellenlänge, also sag ich mal, den Humor nach vorne zu transportieren, den, der in diesen Stücken ist, die ich mit Nick mache. Ja, ich, zum Beispiel Pasta e Basta ist ein anderer Humor, und eine andere Komik, sag ich mal, als der letzte Ritt nach San Fernando. Und Nick und ich treffen uns aber in dem Duo-Dasein einfach komplett auf der gleichen Wellenlänge. Und deswegen macht das in der Probenarbeit, es macht immer Spaß. Und das ist das, was uns beide treibt. Dieses liebevolle Miteinander, Spaß zu haben und wie zwei, ich fühle mich immer wie, als wenn wir zwei kleine Kinder sind, die ihren Spielplatz haben da oben auf der Bühne und dann einfach machen. Und dieses ganze Texte vergessen, Tüdelchen, das ist ja mit eingebaut. Und das ist so, dass wir immer sagen, ah, wenn du den Text nicht wenn du den Text vergisst, dann spielen wir damit. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich ihn reinlege und er mich reinlegt. Und dann gucken wir immer, wann, und das weiß ja keiner, wann macht man, verdreht man etwas in diesen Stücken oder nicht? Und das ist mittlerweile zum Running Gag auch für die Zuschauer geworden. Und da haben wir gesagt, das funktioniert. Dann weiter. So sind wir halt und es ist gut. Und das heißt aber nicht, ich meine, im Vorwege mussten wir viel lernen. Das war sehr, sehr schwierig, die Probenarbeit, weil wir beide Corona bekamen. Ich habe am Anfang der Probenzeit, wir hatten kurz probiert, dann bekam ich das, dann bekam er das, dann waren eigentlich nur noch 3 Wochen Zeit, um diese Clip-Clap-Komödie, Musikkomödie letztendlich, hinzubekommen. Und das war echt schwierig, aber wir haben es geschafft. Und das mit großem Erfolg. Also die Vorstellungen waren sehr, sehr gut besucht. Das Publikum war immer begeistert. Also ich habe es, wie gesagt, auch zweimal gesehen. Es war immer eine gute Stimmung. Es war immer sehr Ja. unterhaltsam. Ja. Ich werde, glaube ich, nächstes Jahr nochmal gucken. Ich glaube, das ist einfach schön. Ja. Was hat Nick denn zu dem Album Karo gesagt? Hat er sich das schon angehört? Hast du schon ein Feedback von ihm bekommen? Er hat mir Herzen geschickt, lauter Herzen und sagt, super. Schön. Das ist schön. Also, wer hat er das schon vorher? Ich hatte ihm ja schon mal vorher was zu hören gegeben und so. Und er hat immer er sehr getollt. Großartig. Das Album ist jetzt gerade frisch auf den Streaming-Diensten wie Apple Music oder auch Spotify erschienen, oder dort zu finden. Worauf dürfen sich deine Hörerinnen und Hörer freuen, wenn sie das Album das erste Mal hören oder vielleicht auch immer mal wieder hören, aber worauf können sie sich da einlassen? Also erstmal muss ich sagen, ich erzähle ja eine kleine Geschichte von einem kleinen schwarzen Vogel, der abhebt und in Richtung Universum fliegt und auf der Suche ist nach etwas, nach was, das weiß er noch nicht. Also es ist ein bisschen inspiriert gewesen vom kleinen Prinzen Saint-Exupéry. Von Saint-Exupéry. Und habe natürlich mit den Musikern viel gesprochen, als wir die Planetarium-Geschichte gemacht haben. Und da dachte ich mir, ich habe immer gesagt, ich möchte eine Geschichte erzählen, aber die Musik muss bekannt sein. Weil, also man könnte auch das Ganze neu schreiben, ganz neu, aber das bedeutet eine ganz andere Arbeit. Und dann haben wir uns entschlossen, ich sage, ich liebe den Song so, ich liebe den Song so, ich liebe den Song so, aber es sind alles Coversongs. Nur ich muss das wieder anders machen, weil ich bin.
Also, und es ist letztendlich entstanden, der erste Song, den ich gesagt habe, welcher unbedingt dabei sein muss, ist von Björk, Venus as a Boy, weil das einer der absoluten Lieblingssongs meiner Tochter ist und damals, als sie 18 wurde, wir ihn in der Kuppel haben spielen lassen, in der virtuellen Kuppel des Planetariums. Und das ist zum Beispiel da. Björk ist dabei. Es ist Peter Gabriel dabei. Es ist Sting dabei. Es sind die Beatles dabei. Damit fängt es an mit Blackbird von den Beatles. Aber eben kommt vorher eine Geschichte. Und das wird untermalt, das Ganze. Es ist wie ein Storytelling-Album, würde ich mal sagen. Letztendlich mit Coversongs. Denn jetzt muss ich aber was erzählen, damit die Leute das auch wissen, obwohl das gar nicht mehr interessiert. Es gibt ein Medley, ja, das, was ich live mache. Ein Medley, was nicht auf dem Album ist, weil die Rechteklärung dafür viel zu kompliziert war und wir das runternehmen mussten. Und ich hatte, deswegen hat das so lange gedauert, bis das jetzt veröffentlicht werden konnte, weil das ein ewiges Hin und Her war und ich gesagt habe, ich möchte gerne das Medley dabei haben, weil da kommt natürlich auch die klassische Stimme, da gehe ich nach oben in die Höhen und in die Tiefe und das ist so in sich. Aber das ist nicht hingekommen mit der Rechteklärung. Manchmal sind die Rechte sehr, sehr kompliziert gestrickt. Ja. Bedauerlich, weil der künstlerische Part sicherlich sehr, sehr anspruchsvoll wäre, auch auf der Platte. Ja, klar. Andererseits denke ich so, okay, es besteht aus einem Song Bang Bang von Nancy Sinatra, es ist Ave Maria plus, also, und es sind alle ineinander und dazwischen spreche ich Texte über die Musik von Hello Darkness, my old friend. Oh, sag mal, ich komme nicht drauf. Sag mal. Also, es ist viel zu kompliziert gewesen, weil ich eben eine Geschichte über die Musik erzähle. Und das ist Okay. es. Aber vielleicht bietest du das Ganze ja auch nochmal live an und dann kann man das Medley ja auf jeden Fall nochmal Aber anhören. ja, Ne? aber Also ja. dann Das fand heißt dann ich. immer Caro. Genau. Man hört natürlich raus aus deinen Erzählungen, dass sehr, sehr viel Persönliches in der Musik steckt, die du machst. Und auch wenn es bekannte Coversongs sind, die du nicht selber geschrieben hast, hast du natürlich eine Bindung dazu und auch zu dieser Geschichte. Wie viel Persönlichkeit steckt denn in der Geschichte, in dem Album von dir, was man vielleicht gar nicht noch so erahnen könnte oder weiß oder mitbekommen hat? Ja, ich denke mal, wenn man mich nicht nur von oberflächlich betrachtet, sondern ein bisschen hinter den Künstler blickt und hinter die Ernsthaftigkeit, dann spüren schon einige was. Das ist natürlich die eine Sache ist die Geschichte vom Vogel. Also ich bin irgendwie immer ein Vogel, ein verrückter Vogel, der immer auf der Suche ist. Deswegen habe ich so viele verschiedene Abende. Und möchte einfach die Kunst leben, die Musik leben, auf der Bühne natürlich. Und die andere Seite ist, zur Ruhe kommen zu wollen. Und wo und wie, dadurch bin ich auch manchmal ein, sag ich mal, ein, wenn ich zu Hause bin, auch ein sehr ruhiger Mensch und lache nicht, sondern ich bin sehr viel, sehr, sehr nachdenklich mit allem, was passiert auf der Welt und persönliche Erlebnisse, die ich gehabt habe, die mich geschockt haben. Da denkst du dann auch, wo geht es denn jetzt hin? Und das ist eine, diese Rolle von der, also die Geschichte Mrs. Cold, die auf der dunklen Seite des Mondes lebt und da immer im Prinzip hin und her wandert und nicht weiß, wie sie eigentlich auf die andere Seite kommen soll, um das Licht wiederzusehen. Das betrifft uns alle ja. Dass wir haben ja alle unsere positiven und negativen Seiten oder eben sind glücklich oder auch unglücklich. Und das habe ich ja genauso. Und da steckt eben für mich dieses Persönliche drin, weil ich habe ganz viel über meine Geschichten erzählt, was ich erlebt habe. Und Mirko Michalsik hat das dann, der Gitarrist, der auch der Produzent ist des Albums, der hat es dann immer mal in die Geschichte verpackt. Er hat dann einfach mal die Worte niedergeschrieben. Und dann hat er mir das irgendwann vorgestellt, habe gesagt, das bin ja ich. Ja, und das ist es. Also ich ergebe sehr viel von mir, so wie Henning Mertens vom Schmidt-Theater sagt. Die Muse, ja, und dann wird es aufgeschrieben und dann kontrolliere ich das nach und sage, ja,
Das ist es. Das ist es. Und so ist dieses Album entstanden. Es ist wirklich, wirklich toll. Also es sind meine Geschichten und meine Erzählung von mir persönlich, bezogen eben auch auf letztendlich jeden von uns, wie das Leben positiv und negativ manchmal erscheint oder ist. Und wie lange hast du an dem Album gearbeitet? Also jetzt an dem Studioalbum gezielt? Nun, wir hatten Glück, weil wir das ja ein Jahr lang durchgespielt haben im Planetarium. War ja jeden Monat einmal. Also, das heißt ja, jeden Monat einmal. Ein Jahr lang vor 2 oder 3 Jahren. Dann hat das ja, kam Corona. Und dann hab ich gesagt, was machen wir, wie lange haben wir dann einfach? Letztendlich waren wir im Studio, weil wir schon so eingespielt waren. Im Studio 4 Tage. Sehr schnell, also beeindruckend. Aber natürlich das eine Jahr, wo ihr die Geschichte schon hattet und die Songs an sich auch klar waren, die dort drin Ja, vorkommen, also ohne die den wäre das nicht Vorarbeiten. gegangen. Wenn wir das nicht live so gespielt hätten und wenn die beiden, also Achim Raphael am Bass, der ja sensationell alles, was er aus dem Bass rausholt, da bleibt mir immer der Mund offen stehen. Und Mirko, es steht für sich auch, Mirko Michalsik als Gitarrist und als vielseitiger Musiker an der Gitarre. Es ist unglaublich, was er da macht. Und die beiden zusammen haben immer dadurch, dass ich immer gesagt habe, ich würde gerne in die Richtung und die Richtung, genauso wie beim Streisand-Album, hätte ich gerne dieses und jenes, könnte man das vielleicht, und dann gucken sie mich manchmal blöde an, sagen, ja, das hört sich total bescheuert an. Das geht gar nicht. Ich sage, dann probier das doch mal aus. Nur ausprobieren. Und dann probieren sie es aus und dann funktioniert etwas. Und dann geht man dann in diese Richtung wieder weiter, ja. Aber das geht eigentlich nur, wenn man das auch schon vorher live ausprobiert hat. Sowas wie das jetzt. Und auch wie der Streisand-Abend. Hey, du hast ja im Studio zum einen diese wunderschön bekannten Songs aufgenommen, sowas wie Blackbird haben wir eben schon gesagt, Shape of My Heart, Drop of Jupiter, also ganz, ganz viele wunderschöne Songs, die auch sehr schön arrangiert sind. Aber was war denn für dich schwieriger, die Songs einzusingen im Studio oder die Texte einzusprechen? Denn das Sprechen ist ja nochmal wahrscheinlich eine neue Herausforderung in dem Moment gewesen. Total. Und ich liebe das so. Ich finde das so toll. Ich mag das so gerne, ruhig im Studio zu sprechen. Also es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und dadurch, dass wir dann doch letztendlich auch, ich hätte noch lieber noch mehr dran gearbeitet. Aber das kostet auch alles Geld. Jeder Tag im Studio kostet Geld. Und da muss man eben zusehen, dass man auch schnell ist, ja. Also mehr haben wir an den Texten gearbeitet, an der Ruhe, als an den Songs. Weil die Songs also soweit schon standen, aber die Texte eben noch nicht. Die habe ich noch nicht so in der Ruhe. Die erzähle ich natürlich auf der Bühne anders als auf so einem Album. Das ist so ein Album, deswegen ist es eigentlich auch gut, dass wir dieses Medley rausgenommen haben oder rausnehmen mussten, weil es bringt dich nicht aus dieser Atmosphäre raus. Wenn du dann unterbrochen wirst und es geht auf einmal wieder eine Opernstimme nach oben, dann ist das auf der Bühne live super. Aber zum Hören, wenn du es einfach auflegst und du möchtest in einer Stimmung bleiben, ist es ganz gut, glaube ich. Und die Geschichte wird weitererzählt. Das stimmt, das stimmt. Hatte ich mich Hast. jetzt verdaddelt, irgendwo hatte ich was angefangen und dann bin ich wieder woanders hingegangen. Das ist völlig normal, das ist auch völlig in Ordnung. So, wir haben ja diese One-Take-Situation, das ist also wirklich pur und echt. Und ich glaube, das macht dich am Ende auch aus, dass du einfach Karo bist und nicht durchgetaktet und durchgeplant und alles irgendwie perfekt sein muss. Das wäre auch nicht irgendwie der Reiz, den es ausmacht. Jetzt muss ich einmal gucken, wo ich war. Ich habe nämlich meine Fragen gerade verloren, die ich eigentlich stellen wollte. Es gibt ja sehr viele Songs auf diesem Album. Und dazu natürlich auch die Geschichte und alles in allem ist eine sehr stimmige Sache, wenn man sich das in einem Rutsch durchhört. Aber wenn man jetzt die Geschichte einmal kurz beiseite lässt und sich nur auf die Musik konzentriert, hast du einen Lieblingssong auf dem Album? Und wenn ja, warum ist es genau dieser? Der Joni Mitchell Song. Also ist es Blackbird und Joni Mitchell. Both Sides Now. Both Sides Now ist schon immer einer meiner absoluten Lieblingssongs gewesen. Also den finde ich
und glaube ich um Blackbird auch. Aber Joni Mitchell deswegen, weil als ich mein Album 2008 über Warner fertiggestellt hatte, damals der Grand Prix Vorentscheid 2008 mit Hinterm Ozean, das Album Drama mit dem Produzenten Frank Peterson, habe ich diesen Song auf dem Album drauf gehabt. Der wurde aber damals mit einem neuen deutschen Text versehen, der fantastisch war, von Bernd Meinunger. Und dieser Text war wirklich wunderschön. Ich habe ich live auch damals 2008 auf der Bühne gesungen. Was geschehen ist, ist geschehen. Kein Weg, die Zeit zurückzudrehen, war der Anfangstext. Und kurz vor Veröffentlichung des Albums kam die rechte Frage auch für das Studio damals, Nemo Studio, Frank Peterson, der Produzent übrigens von Sarah Brightman, und sagte, wir können diesen Song, wie ich das jetzt ja auch hatte mit dem Medley, wir können den Song leider nicht veröffentlichen, den dürfen wir nicht mit aufs Album nehmen, weil Joni Mitchell gesagt hat, sie will das nicht. Sie will nicht, dass dieser Text verändert wird von ihr. Was ich aber aus ihrer Seite, von ihrer Seite komplett verstehen kann, weil der Zauber ist ein, also die Poesie in ihrem Text ist auf Englisch eine ganz andere Poesie, also ein ganz anderer Inhalt und poetisch als der deutsche Text, so wie ich ihn hätte singen sollen wollen. Ja, da ging es um eine Beziehung und ich konnte sie verstehen. Dieser Song wurde dann dementsprechend nicht aufs Album genommen. Er war zwar auf Deutsch, kann jeder verstehen, aber ist nicht im Sinne der Komponistin und der Texterin wie Joni Mitchell. Und jetzt habe ich immer gesagt, ich möchte diesen Song immer singen, weil ich ihn so sehr liebe, aber im Original und dann auf meine Art und Weise. Muss in diesen Abend mit rein, weil es damals nicht geklappt hat. Und deswegen ist er mit drauf und deswegen ist es mein Lieblingssong. Vielleicht umso schöner, dass er heute mit dabei ist und vielleicht auch in dieser heutigen Version. Du hast ein wunderschönes Cover für dieses Album gefunden. Es ist ein weißer Hintergrund mit einer Zeichnung von deinem Gesicht und von einem Vogel. Wie ich finde, wunderschön, ganz reduziert auf das Wesentliche, aber sehr künstlerisch und sehr poetisch vielleicht auch ein bisschen. Also das gibt es ja nicht so oft, dass Künstler diese Form von Cover wählen. Wie bist du auf die Idee gekommen zu diesem wunderschönen Cover? Nach einem Foto, nach einer Porträtaufnahme von mir, die als Werbung benutzt wurde für das Planetarium. Da hatte ich ja ein Jahr lang Karos kosmische Kollision durchgespielt mit meinen beiden Musikern. Und da habe ich einfach später gedacht, das müsste eigentlich das Cover werden, aber als Zeichnung. Und ich hatte mich gefragt, wer kann das zeichnen? Wer kann das überhaupt zeichnen? Und mir fiel Anne Brettschneider ein. Und Anne Brettschneider ist eine wundervolle junge Frau, die sämtliche Programme immer von mir sieht und immer im Publikum sitzt und ja, also auch bei allen Fan-Treffen dabei, weil ich mag dieses Wort Fan nicht. Das sind alles tolle, tolle Menschen. Und sie jedenfalls habe ich gefragt, ob sie vielleicht dieses Porträt, dieses ja, zeichnen könnte. Mich, meinen Kopf. Das hat sie getan. Und dann habe ich irgendwann gesagt, kannst du nicht einen Vogel da reinsetzen? Das wäre so super. Einfach ein Vogel in meinen Kopf. Weil ich bin ja so, dass ich immer gerne wegfliege und mir noch Neues ausdenke und so weiter und so fort. Und das hat sie gemacht. Und als ich das von ihr erhalten hatte, habe ich geweint, weil ich das so auf den Punkt und so wunderschön fand, à la Picasso, so mit der Strichzeichnung. Also da ist ihr wirklich was Wunderschönes gelungen und sie hat mir das einfach nur gegeben und hat gesagt, hier, nimm es und viel Glück damit. Toll, ne? Wie schön, wie schön. Ich glaube, der Begriff, der das Wort Fan auch gut ersetzen kann, ist Wegbegleiter. Also, das Ja, finde ich viel, viel wirklich. schöner. Ähm, ich war, Ja, ich, ich war gerade ganz genau. am letzten Sonntag auf einem wundervollen Konzert von einer Band, die seit über 20 Jahren auch, Ja. oder vor über 20 Jahren auch ganz viele Hits gehabt hat. Und die haben sich einfach Ja. bei ihren Wegbegleitern bedankt und auch dieses Wort Ja, das Fan ist benutzt. perfekt. Und ich Dankeschön. fand das so schön umschrieben. Also, Da, ich das glaube, ist ganz, ganz toll.
Ich glaube, genau, das trifft es auf jeden Fall weiter. Und das sind auch die, Ja. glaube ich, die schönen Momente, die man mit den Menschen verbindet, die im Publikum sitzen, die man auch natürlich auch irgendwann wiedererkennt, weil sie Absolut. immer mal wieder dabei sind oder ganz oft dabei sind. Das ist großartig. Und Ich habe noch so einen Menschen an meiner Seite, Maike Wulff heißt sie, und die hat mir persönlich unglaublich geholfen zur der Corona-Zeit, weil ich, klar, als Bühnenmensch, wir bekamen alle Angst, dass wir nicht mehr auf die Bühne kommen und dass auf einmal jetzt ist ja was war, was passiert, oh Gott, was machen wir jetzt? Und sie schrieb mir irgendwann über Insta, weil sie natürlich meine Posts gesehen hat und sagte, ich glaube, dir geht's nicht so gut. Und ich habe immer gedacht, ja, ich poste, Hauptsache, man ist irgendwie im Geschehen drin und ich möchte irgendwie Positives weitertragen, so wie ich das auch auf der Bühne getan habe. Seitdem mache ich ja erst Insta auf einmal so viel, ja, durch Corona. Und dann hat sie mir geschrieben, ich glaube, du weißt gar nicht, was du alles schon gemacht hast. Dadurch, dass sie alle Aufnahmen hatte und immer noch hat, hat sie mir das alles zugeschickt. Und ich habe wirklich hier zu Hause gedacht, das glaube ich ja jetzt nicht. Das habe ich schon teilweise wieder vergessen gehabt. Etc., etc. Und das hat mir unglaublich geholfen. Dafür bin ich ihr wahnsinnig dankbar. Und deswegen geht es auch immer wieder weiter, ne? Weil tolle, tolle Bezeichnung, Wegbegleiter. Ja. Ja, und ich glaube, es gibt auch so viele andere Menschen da draußen, die sich bestimmt auch angesprochen fühlen als Wegbegleiterin oder Wegbegleiter, die Ja, einfach so das gerne würde in ich mir deinem Schutz, wünschen. aber bestimmt, ich bin mir ganz sicher, dass es da noch weitere gibt. Und vielleicht auch noch ein paar dazukommen. Das wäre ja auch Ja. schön, ne, über Ja, auf die jeden ganzen Fall. Shows. Du Es hat hast sich ja ja. sehr, sehr viel verändert seit, sag ich mal, damals Mama Mia, wo es ja so angefangen hat. Ich habe davor so viele tolle Sachen gemacht, aber Mama Mia war natürlich entscheidend, klar. Und dann war dieser Hype mit Hinterm Ozean und diesem Album, dem ersten Drama, etc. Und danach, wenn man dann aber als Künstler erstmal diese Dinge macht, die man wirklich machen will, verschwinden aber auch die Wegbegleiter peu à peu, weil sie ja irgendwie nur den Menschen, den Künstler, den sie in diesem Augenblick kennengelernt haben, einen eigentlich nur so haben wollen, wie er da oder wie sie damals war. Das geht natürlich nicht. Das ist Ne? aber auch, ich glaube, natürlich hat man dich als Donna bei Mamma Mia in einer großen Erinnerung. Und viele Leute verbinden wahrscheinlich auch Caroline Fortenbacher immer mit ABBA und immer mit Donna. Und auch mir ging es so, ABBA wird gerade wieder neu in Hamburg gezeigt und ich habe es Klar. vorher mit dir leider nie gesehen. Jetzt sind wir wieder da. Ja. Also ich habe es vorher nie gesehen, aber ich wollte es trotzdem unbedingt sehen, weil ich generell mit ABBA auch aufgewachsen bin. Das ist ein großer Teil Klar, musikalisch in meiner klar. Familie. Und ich saß da in diesem Zuschauerraum und habe diese Songs gehört und ich kannte die CD von eurem Cast. Und natürlich habe ich Caroline im Ohr gehabt von der Stimme her, weil das ja auch so prägnant ist. Und gedacht so, oh, wie schade, dass ich das damals nicht erlebt habe. Und trotzdem auch, wie schön, dass man trotzdem da sitzen kann und auch die neue Donna, ich weiß nicht, wie die Aber Darstellerin ja. heißt, aber auch großartig inszeniert. Also wir waren super begeistert, als wir rausgegangen sind. Es war ein wunderschöner Abend. Ja, Und ich ganz glaube, wichtig. Es dass geht das ja auch Wicht immer weiter. ja, ich glaube, das Wichtige ist, wenn man ein Wegbegleiter einer Musikerin, eines Musikers oder einer Band ist, dass man immer auch ein bisschen offen bleibt oder sich die Offenheit behält, die Projekte, die passieren, auch mitzuerleben und sich nicht so auf eine Richtung festlegt. Und ich glaube, das ist halt das Schöne. Manchmal singen Leute jahrelang auf Englisch und plötzlich auf Deutsch und es macht was ganz Neues mit dir. Und Natürlich. man Also muss ich habe immer. mich ja entwickelt seit der Zeit als Solokünstlerin und bin ja über verschiedene eigene Abende gegangen. Und das ist halt das Schwierige, weil ich könnte ja auch im Theaterbusiness, in dem Musical-Business, im Musical-Business geblieben sein. Ja, das habe ich aber nicht gemacht. Danach bin ich rausgegangen und habe, weil ich immer Musik machen wollte, mich mit der musikalischen Richtung befasst und ich sage, wie komme ich als Solokünstlerin? Denn weil mir das gerade so einen Spaß macht, möchte aber auch Theater spielen, aber was ist es denn jetzt? Bin ich jetzt, was bin ich denn? Aber das ist ein ganz schwieriger Weg, sich da selber als Solokünstlerin durchzubeißen. Und das hat eben auch so viele Jahre gedauert. Ja. Und da kann ich natürlich jetzt nicht zurückgehen und sagen, ich spiele jetzt noch mal ein Stück wie Mama Mia. Das ist eine geschlossene Zeit für sich gewesen und die war wunderschön. Es hat alles funktioniert. Es war noch eine tolle Besetzung, die ganzen Leute, die dabei waren. Das kann ich aber nicht zurückholen. Das kann auch niemand zurückholen. Und ich bin auch nicht mehr damals wie 39, sondern ich bin jetzt eben halt 59. Und das hat sich ganz viel verändert in meinem Leben. Ich glaube trotz allem,
dass auch das richtig wäre für eine Mutterrolle, das alles mitzunehmen und nochmal so eine Rolle spielen zu können für eine ganz, ganz kurze Zeit. Aber davor habe ich, muss ich sagen, ich habe dann auch Beklemmung. Also das würde ich in einem anderen, in einer anderen Form machen, aber nicht für Stage Entertainment. Ich Sorry. glaube, ich glaube, am schönsten ist auch einfach, wenn man als Mensch, egal ob als Künstlerin, als Entertainerin oder was auch immer man macht, ob man einen kreativen Job hat oder auch einfach einen, ich sage jetzt mal, sehr klassischen Beruf hat, wie Bäcker, Arzt oder was. Das Wichtigste ist, dass man mit sich selber im Reinen ist und dass man seinen So inneren ist. Frieden hat und So dann ist. macht man auch alles richtig. Und ich glaube, in erster Linie muss man sich selber gegenüber ganz offen sagen können. Ich bin glücklich mit dem, was ich mache, und ich biete das jetzt den Menschen an, die es entweder brauchen oder die es sehen möchten. Ja, weil sonst ist man nicht authentisch. Total Genau. nicht. Und da, Also, also. und das muss man ja sein. Genau. Und ich muss da kurz was dazu hören, weil du das nämlich Gerne. gerade sagst, man muss mit sich selber im Reinen sein. Und das, genau das ist nämlich der Punkt, eben gerade als Künstler. Und man darf nicht als Künstler bedienen wollen, um, damit man ein Publikum zufriedenstellt, sondern das, was authentisch ist, ist, dass man so als Künstler sich darstellt, wie man ist. Und das, was man persönlich gerne machen möchte, das, bei mir ist es halt immer wieder was anderes und nochmal neu und trotzdem bleibe ich aber Caro. Und ich hatte eine kurze WhatsApp-Auseinandersetzung mit einem Kollegen von mir, der sich auch das Album angehört hat und mir danach was geschrieben hat, einfach um, das kann er auch jetzt, das wird er jetzt auch alles hören, um mir dann Beispiele zu geben, also oder zu sagen, was ihm da nicht gefallen hat, ja. Und der hatte sich aber so komisch ausgedrückt, dass ich dann dachte so, das will ich gar nicht wissen, das interessiert mich auch nicht, weil das ist dein gutes Recht, das so zu sehen, aber ich brauche keine Ratschläge, wie ich was mache und wann und ob ich, du bist doch so eine große Künstlerin und du kannst doch noch die Töne schmeißen und die und so. Darum geht es nicht. Man braucht keine Töne zu schmeißen. So, es geht um die Authentizität. Und für dieses Album habe ich gedacht, ey, ich lasse einfach, also wer da mir ein bisschen mehr tiefer guckt, der wird das auch genau spüren und hören, was da in diesem Album drinsteckt, ja? Also, da kann ich nichts anderes dazu sagen und kann allen es immer nur empfehlen, bleibt euch selbst und geht weiter nach vorne. Ich finde das so spannend. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, wie die damals, die es geschrieben hat. Da geht es um Feedback. Und da geht es auch darum, dass Feedback ja ein riesen Brandbreite ist, was man alles an Feedback bekommt, wonach man aber auch gar nicht fragt. Also das ist ja oft so, dass einem Wo was man nicht gesagt fragt, wird und man will genau. es eigentlich gar nicht haben. Man hat eigentlich gar nicht es eingefordert. Und natürlich darf jeder eine Situation oder auch ein Album finden, wie man es möchte. Und jeden berührt es ja auch unterschiedlich. Aber nicht immer muss man sagen. Also, und ich finde, manchmal ist das Feedback von den Wegbegleitern, die halt auch im Publikum sitzen und es sich halt auch live anhören oder halt ganz bewusst anhören, manchmal viel, viel interessanter, weil es auch aus einer ganz anderen Perspektive heraus ist. Ein Aber ja. Kollege bewertet das vielleicht technisch und fachlich und das Handwerk an sich vielleicht, und da kann man als Kollege sicherlich auch drüber streiten. Aber ein Wegbegleiter wird dir eher sagen, berührt es mich? Oder berührt Genau. es mich nicht? Und ich glaube, Ja, darum geht's, genau. das ist am Und Ende mir geht's nur entscheidend. darum. Ich Ja. brauche keine, ich muss nicht die Akrobatik, also ich meine, die Stimme gibt sehr viel her. Aber ich muss jetzt nicht mehr wahnsinnig akrobatisch sein, obwohl ich es kann. Ich möchte Gefühl zeigen und die Tiefe. Und wer das nicht erkennt, das tut mir dann leid für diejenigen, weil denen geht was ganz Großes verloren, die das nicht spüren. Ja. Ja. Und das ist mir natürlich, kommt das auch im Alter, das wird immer wichtiger, klar. Man hat immer mehr erlebt, aber das haben auch junge Menschen, die viel erlebt haben. Wer auch immer, ja, das haben wir alle letztendlich. Ich denke auch. Und kommen wir nochmal zu dem Album ein bisschen zurück oder Ja. generell zu deiner musikalischen Arbeit. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Wort, um es zu beschreiben. In Vorbereitung auf dieses Interview bin ich auf deine Homepage gegangen und habe gedacht, ich gucke mir mal an, was ich unter Termine finde. Und ich finde eine unglaubliche Anzahl an Terminen schon im nächsten Jahr, noch in diesem Jahr. Du spielst deine unterschiedlichen Veranstaltungen, ob es ABBA ist oder ob es
wie nächstes Jahr Theater ist mit Der letzte Ritt nach San Fernando. Also es gibt eine ganz, ganz große Bandbreite an Vorstellungen, die du geben wirst oder wo die Menschen einfach Caro in irgendeinem Abend, in irgendeiner Rolle erleben können und auch hoffentlich erleben werden. Ich habe mir die Frage gestellt, als ich das alles gelesen habe, nicht nur, wo komme ich als nächstes selber hin, also was besuche ich selber, sondern auch, was passiert mit Caro, wenn sie nach einem dieser zahlreichen Terminen, Abenden, Veranstaltungen von der Bühne geht? Ist sie erstmal erleichtert, dass es vorbei ist? Ist sie einfach nur erschöpft? Was passiert dann mit ihr? Das ist in letzter Zeit eigentlich immer wieder, habe ich auch an mir beobachtet, ich bin eher erschöpft danach. Direkt in der Garderobe ankommt, bin ich erstmal so, pff, wow, hat geklappt, weil es ja immer sehr körperliche Abende sind. Zwischendurch liebe ich, deswegen liebe ich auch so ein Album, das Karo-Album, weil wenn ich damit auf die Bühne gehe, Karo unplugged, geht es um die Musik, da muss ich nicht jetzt wahnsinnig viel körperlich machen. Aber wenn es um die Stücke geht oder auch La Diva Loca, wo ich dann ausflippe, dann ist es körperlich, dann bin ich danach erschöpft. Ja. Dann komme ich nach Hause, bin für mich zu Hause und fahre wirklich mein Privatleben, mein Ich komplett runter. Und sitze dann auch oft alleine und denke mit meinem Hund so drüber nach. Was würde ich denn jetzt am liebsten machen? Und dann kommt immer wieder, natürlich würde ich mich jetzt gerne mit meinen Eltern unterhalten, ja. Und dann kommt, okay, ich rufe Celine an. Dann ist meine Tochter da. Also ich fahre wirklich, ich bin dann wirklich privat. Aber auch eher erschöpft. Glücklich über das Erschöpftsein, weil das macht mich auch glücklich. Ich bin nie unglücklich. Dann in solchen Situationen. Ich bin nur unglücklich, wenn etwas wirklich Schlimmes passiert wäre. Aber habe ich das Glück, dass das eben bisher in den Vorstellungen noch nicht war. Man ist manchmal enttäuscht, dass es das nicht so hingehauen hat, wie das hinhauen sollte. Aber ich bin eher glücklich erschöpft. Nimmst du diese Enttäuschung, wenn du sie verspürt hast, mit und überlegst dir, also was genau nicht funktioniert und wie du es besser machen kannst für dich? Oder sagst du Ja. dir, okay, heute war es jetzt nicht so gut, morgen wird es besser? Ja, natürlich. Das ist der Lauf der Dinge. Und gerade wenn es um Theaterstücke geht oder Letzten Ritt oder um die Komik, das ist ja immer ein Timing. Über das Timing denkt man nach, beziehungsweise ich denke nicht viel nach, sondern ich mache es einfach dann anders. Das steckt ja, das ist ja ein Talent, was man hat, sag ich mal. Das kann man gar nicht so viel lernen. Aber wenn es um die Musik geht und ich stehe mit den Musikern auf der Bühne, dann haben wir immer das gleiche Problem. Wann treffen wir uns für eine Probe? Die Musiker aus dem Nicht-Theaterbereich, die sagen immer, ach komm, das machen wir doch so, und dann machen wir so, und dann machen wir so, und dann, ach, du kannst dich auf uns verlassen. Ich sage, ja, nee, kann ich nicht, weil ich brauche schon eine Probe, weil ich so viele andere Abende habe. Und dann, wenn wir dann einen Streisand-Abend machen oder einen La Diva Loca-Abend, die völlig unterschiedlich sind von den Stilen, dann muss man natürlich proben. Dann ist es immer das Problem, wann kommen wir zum Proben? Wann kriege ich alle Musiker zusammen? Etc., etc. Und wenn das dann letztendlich nicht hinhaut und ich gehe dann auf die Bühne mit einer kurzen Verständigungsprobe und hau das Ding dann wieder abend raus, bin ich danach auch teilweise, dass ich dann sage, so, das mache ich jetzt nicht nochmal, weil das ist meine Anstrengung, es ist mein Name, ich muss da vorne den Kasper dann auf einmal geben, obwohl ich dann aber ganz anders sein möchte. Also das muss man hier jetzt anders organisieren. Ja, das versuche ich jetzt natürlich immer besser zu machen. Und dafür brauche ich aber auch Hilfe von außen, Leute, die mit organisieren und ich das nicht alles alleine mache. Ich glaube, das ist auch die große Kunst, also sich mit den richtigen Menschen zu umgeben, aber auch ein Stück weit natürlich die Organisation am Laufen zu halten. Und gerade Ja, bei ja. Produktionen, die jetzt nicht riesengroß ist, wo jetzt nicht Stage hinter sitzt oder eine riesen Ja. Plattenfirma das Ganze pusht oder ein großer Ja, Konzertveranstalter. Das ist natürlich genau. nochmal eine ganz andere Welt, nochmal viel, viel komplizierter. Es ist nicht nur der Abend an sich, sondern das Ganze drumherum muss natürlich alles stimmen. Das ist harte Arbeit. Also nicht nur der Abend an sich ist Total. natürlich Arbeit, sondern das Ganze drumherum. Und ich Nee, glaube, das das Drumherum. Ich sag vergisst man auch absolut, noch ich ganz sage auch schnell. immer, dass man wird für das Drumherum bezahlt, nicht für die Arbeit an sich, wenn ich dann auf der Bühne stehe, weil das ist Glück.
Aber das Drumherum, die ganze Vorbereitung, das Lernen, sich auseinandersetzen, wie wird ein Song sich anhören, wenn der auch nicht selber geschrieben ist, sondern er wird aber neu interpretiert. Das ist doch alles Arbeit. Das ist komplett. Und dazu gehören nun mal Proben. Und dann Proben werden aber auch wieder, müssen eigentlich bezahlt werden. Woher kommt das Geld, wenn das eigentlich jetzt auch dieser ganzen Zeit mit den Verkaufszahlen nicht funktioniert? Den kann man irgendwann, steckt man, möchte man, nicht steckt man, möchte jeder von uns mal den Kopf in den Sand stecken und sagen, so, ich kann nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Geht nicht mehr. Theater ist kaputt. Theater ist dies, Theater ist jenes. Konzerte, und jetzt, ja, hä? Wieso passieren, wieso funktioniert das jetzt mit den ganz großen Konzerten? Und wieso sind diese Massen von Menschen auf einmal da und die kleineren Theater, die funktionieren auf einmal nicht mit Konzerten oder die mittleren Bands, die sagen schon wieder ab. Also es ist schon wirklich sehr merkwürdig. Wir leben in einer sehr merkwürdigen Zeit. Es ist wahnsinnig verrückt. Ich habe auch jetzt in letzter Zeit ganz oft Künstler gesehen, die ich super gerne auch gesehen hätte oder auch ich gerne hingegangen wäre, die über ihre Tourneen entweder ganz, ganz drastisch reduzieren mussten von irgendwie Ja. über 10 Shows, irgendwie immer nur noch zwei, Ja. weil es sich einfach nicht mehr rechnet, weil die Gerne. Produktionskosten so extrem hochgegangen sind, dass man es nicht mehr sich leisten kann und der Ganz Kartenverkauf genau. das nicht mehr deckt. Das ist wirklich ein großes Problem und ich hoffe, dass sich das wieder normalisieren wird, also dass wir wieder in diese Vor-Corona-Zeit kommen, wo es irgendwie anders oder besser möglich war oder trotzdem mehr stattfinden konnte. Ich musste jetzt auch, bei mir sind auch wieder Sachen gecancelt worden. Also was im November, die stehen noch, die 4 Termine, im Dezember gibt es nur die, das sind der 6. und der 9. ist auch weggefallen. 6. und 9. Dezember, das muss ich noch von der Homepage nehmen, am Ende vom Dezember, die stehen noch. Ansonsten auch weil jetzt ist auch wieder was gecancelt worden am 10. Oktober. Also es ist schon das wegen Kartenverkäufen, ja, weil es sich nicht lohnt, das kann keiner bezahlen. Und die Leute wollen auch, und jetzt diese Theatertour, die wir gemacht haben mit Pastel Basta, die Häuser sind nicht voll. Wie sollen denn die ganzen Privattheater oder die überhaupt Stadttheater, die sind ja immer, die kriegen ja Geld. Die kümmern sich auch null darum, ob ich nichts Falsches sage. Aber ich rede eher mehr für die Privattheater, die darauf angewiesen sind, dass jede Karte verkauft wird. Wenn die Menschen nicht kaufen und nicht immer ins Theater gehen, dann werden diese Theater, diese Privattheater auch auf kurze Wege haben ganz schlechte Karten und schließen irgendwann. Ja. Nicht gut. Leider, leider. Also ich hoffe, Leider. dass sich das wirklich ändern wird wieder. Es Ja. wäre so schade, wenn wir Kunst und Kultur noch mehr verlieren, denn das ist ja eh eine Sparte, die sehr gelitten hat und vielleicht auch immer noch in Corona steckt und vielleicht auch die letzten 2 Jahre irgendwie drinnen gesteckt hat und nie so einen richtigen, nie aus dem Lockdown richtig rauskam, auch wenn wieder was veranstaltet werden kann. Ja, richtig. Man vergisst auch immer, was das mit uns allen gemacht hat. Also mit den Künstlern eben auch gerade. Alle, die mit Veranstaltungen zu tun haben, ob im organisatorischen Bereich oder selbst auf der Bühne stehend, das nagt an einem. Und wenn ich von mir aus gehe bin ja immer weitergegangen. Mich hat mich nicht interessiert. Ich habe gesagt, ich verschließe die Augen vor, interessiert mich nicht. Ich gehe einfach meinen Weg weiter, weil wenn man sich davon so beeinflussen lässt, dann würde ich aufgehört haben mit diesem Beruf. Wenn man sich von Corona mit dieser Angst davor damit so eingedeckt hätte, dann hätte ich aufgehört. Will ich aber Das nicht. finde ich auch schön, dass du es nicht getan hast. Du hast ja auch Nee. einige Sachen in der Corona-Zeit gemacht. Also du hattest auch nochmal einen Abend kreiert, den du auf die Bühne gebracht hast. Ich glaube, 2 oder 3 Mal oder vielleicht auch öfters. Das kann ich gar nicht so genau Genau. beurteilen. Die komische Diva, glaube ich, ne? Ja, Mit genau, Lutz richtig. Krajenski am Klavier. Ja, genau. Genau. Das habe ich im Spieltheater gemacht. Das war sehr schön, das habe ich auch gesehen. Schön. Ich versuche eine gute Überleitung zu bekommen. Ich kriege sie nicht mehr hin. Ja, Also versuch. lassen wir es einfach und ich komme einfach zur Frage, ja? Also Überleitungen kriege ich auch nicht immer hin. Manchmal driftet ein Gespräch auch ab, aber das ist Ja, halt natürlich. Das ist die diese Improvisation. Genau. genau, und das ist ja auch schön. Es ist ja auch ein echtes Gespräch und nicht irgendwas, was wir da so dahin Genau. quatschen, sondern wir haben hier uns hier gerade face to face und versuchen dieses schöne Gespräch zu bekommen. Ich habe eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wir haben ja schon gesagt, du bist sehr, sehr lange im Business, du hast sehr, sehr viel erlebt, sehr viele Projekte gemacht. Und wenn man so viel schon gemacht hat, hat man dann noch einen musikalischen Traum, den man sich gerne erfüllen möchte?
Nein, weil ich alles lebe, das, was ich machen möchte also, wie soll ich das sagen? Jetzt, das ist zweischneidig. Natürlich habe ich einen Traum. Und zwar mit einem großen Orchester auf der Bühne zu stehen, ja? Mit den Arrangements, die ich aber habe. Plus Orchester. Auf jeden Fall. Aber trotzdem lebe ich ja meine musikalischen Seiten, die ich machen möchte, lebe ich immer aus. Und vielleicht ergibt sich das irgendwann. So, das ist das eine. Und das andere ist, was hast du gerade gesagt? Ob ich das, ich habe mich jetzt selber Ob du auseinandergebracht. einen musikalischen Traum hast, den du dir noch erfüllen möchtest. Das war die Kernfrage quasi. Ach so, genau. Ich wollte nämlich auf was hinauskommen. Und zwar habe ich ja so viele verschiedene Sachen gemacht und so viele verschiedene Abende eben arrangieren lassen. Ob das nun im lateinamerikanischen Stil, in diesem Stil, im Jazz-Stil oder was weiß ich, Stil ist. Und habe gedacht, fürs nächste Jahr, weil dann eben auch schon 40 Jahre eigentlich dann voll sind, ich möchte das gerne einfach mal bündeln. Und das, was ich alles gemacht habe, kann man dann nur in zwei Abende packen. Und das ist dann ein Doppelkonzert. Da kauft man wie bei Harry Potter ein Konzert, eine Konzertkarte. Und dann bringe ich in dieses Konzert die Highlights von meinen ganzen, allem, was ich gemacht habe, rein in solch zwei Konzertabende. Und lass das aber noch mal in einem neuen Rutsch arrangieren von Charlie Zastrow. Und damit möchte ich nächstes Jahr auf die Bühne gehen und damit auch weitergehen, weil ich möchte es gerne ein bisschen bündeln, was mich ausmacht. Das ist das neue Projekt, was ich nächstes Jahr vorhabe. Und das am liebsten natürlich als mal, weil ich noch nie als Hamburgerin in der Laisshalle war, in der Laisshalle. Aber das kommt jetzt vielleicht irgendwann noch mal später. Ich bin gerade mit dem natürlich, weil die mir immer wieder helfen mit der Bühne, also mit dem Schmidt-Theater im Gespräch, ob wir das da anfangen, wie auch immer. Ich würde gerne auf eine Konzertbühne damit natürlich, auf eine große Konzertbühne. Aber das wird auch wieder Schwierigkeiten geben. Wie viel kostet das? Wer unterstützt mich? Sponsoren, bitte, wer mich unterstützen möchte. Ja, Investoren, bitte, kommt zu mir. Ich würde mich so freuen, dass ich das schaffe, in die Laisshalle zu kommen, zum Beispiel. Aber schauen wir. Wichtig ist, dass ich bündel und diesen Abend mache. Das heißt, du planst also diesen Abend auch schon so direkt? Also hast du schon überlegt, gibt es schon eventuell Daten, wann das passieren soll? Eher Anfang nächsten Jahres, Ende, Nee, 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 Mitte? das wird dann eher zum Ende nächsten Jahres sein oder Frühjahr übernächstes Jahr, weil das ist eine große Arbeit. Und dafür muss man dann den richtigen Ort finden. Also es muss ja auch das Ganze drumherum, ja, das Ganze drumherum muss funktionieren, dass es in die Werbung geht, dass das richtige Plakat ist, die richtigen Arrangements sind, dass ich die Proben habe dafür, dass ich auch genau weiß, was ich da auf der Bühne tue, was ich singe. Ich habe ja einen Abend gehabt, der hieß Ich habe Hunger im Schmidt-Theater im Tivoli vor 2014. Und da lief es ja auch so. Da habe ich auch alles Mögliche gebündelt und habe das neu reingebracht und kam durch einen Kühlschrank auf die Bühne. Es war alles wurde für mich hergestellt, ja. Damals war ich aber noch nicht vom Finanziellen so weit, dass ich dachte, ja klar, es läuft übers Theater. Denn das wird ja alles bezahlt, kommt ja auch alles wieder rein durch die Karten, ja. Und dann haben wir bauen lassen, einen Kühlschrank extra bauen lassen für die Bühne, so ein grüner Kühlschrank, eine Kiste auf der Bühne. Die Band, fünfköpfige Band, ich habe dann wundertolle, tolle Songs gesungen, eine riesen tolle Kritik bekommen, ich habe Kostüme machen lassen. Hat sich nicht gelohnt. Es war alles viel zu teuer. Ja, ich sitze dann immer danach mit Schulden und denke so, ach so, ich habe gar nicht gewusst, dass der Kühlschrank, der geht ja von meinen Kosten ab. Das ist ja. So, das war meine Lernzeit sozusagen, ne? Und das will ich natürlich alles nicht nochmal erleben. Und deswegen muss es gut organisiert werden.
Es klingt aber auf Mit jeden Fall Hilfe. nach sehr, sehr spannenden, einem sehr spannenden Projekt. Also ich glaube, so ein doppelter Abend, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, glaube ich, auf die Bühne zu bringen, definitiv. Aber ich glaube auch, dass es ein sehr schöner Rahmen ist, einfach 40 Jahre Bühnenjubiläum wirklich zu feiern. Denn Ja. das ist ja auch keine kurze Zeit, denn da ist ja wirklich ganz, ganz viel passiert in diesen 40 Jahren. Und ich glaube, es Extrem gibt auch sehr viel. viele Überraschungen für Leute, die vielleicht Dinge aus den Anfangszeiten vielleicht gar nicht so mehr auf dem Schirm haben oder vielleicht auch gar nicht erlebt haben. Und am Ende weiß ich ja, das habe ich ja schon einmal gesagt, ein Konzertabend von Caroline Fortenbacher ist niemals langweilig. Und ich glaube, darauf kann man sich auf jeden Fall freuen, dass man einen Abend haben wird, wo man glücklich nach Hause gehen wird, viele Überraschungen bekommen hat und sicherlich auch das ein oder andere Mal gestaunt hat, was für eine Wahnsinnsstimme dahinter steckt. Und ich bin sehr gespannt, wann dieser Abend stattfinden wird. Ich hoffe, ich kann dabei sein. Ich werde es auf jeden Fall versuchen zu organisieren. Wir sind mit am Arbeiten, also auf jeden Fall. Also zwei Karten kriegt ihr auf jeden Fall verkauft. Ich komme, ich bringe jemanden Ja. mit. Ich versuche mal ein paar mehr Leute zu mobilisieren, die mitkommen. Ja, es ist super. Vielleicht machen wir ein Fan, also nicht ein Fan-Event, aber ein Firmen-Event daraus, dass wir sagen, so, Ja. die ganze Abteilung, wir gehen ja jetzt mal hin. Ja, natürlich. Das muss also wirklich, ich würde mich so freuen, wenn das einfach wirklich, da steckt wirklich meine ganze Seele dann dahinter, weil es fängt an, das muss anfangen mit West Side Story, oder nicht, also ich werde nicht chronologisch sein, aber es ist ja West Side Story genauso dabei wie ein französische Rockoper, Jimmy Dean, genauso wie eigengeschriebene Songs, genauso wie bis heute den letzten Ritt nach San Fernando, dieses, weißt du, weil man muss das irgendwie alles bündeln mal. Und diese ganzen Abende, Streisand-Abende, alles, was ich gemacht habe. Und jetzt such mal von diesem ganzen Mischmasch die besten Sachen raus, die mich so wirklich ausmachen, wo wirklich meine Geschichte dahinter steckt. Das ist echt schwierig, weil ich habe mir das immer alles aufgeschrieben. Das ist viel zu viel. Das geht gar nicht. Das müsste man, deswegen ja sowieso zwei Abende. Und da müssen eigentlich noch mal zwei Abende draus entstehen, weil das so viel ist. Aber wir werden sehen. Ist es ein bisschen auch Therapie mit der Vergangenheit, die man eingeht? Also auch Jo, nochmal ja. mit seinem Jo. damaligen Ich sich auseinanderzusetzen? Ja, natürlich. Ganz toll. Natürlich. Als ich den Mann von La Mancha gespielt habe in Essen am Casanova Theater und diese Rolle mir natürlich, das ist ja, die Aldonza ist einfach für mich eine Lebensrolle eben auch gewesen, vor allen Dingen, weil Celine bei mir im Bauch war bis zum 7. Monat. Und ich eine große Geschichte natürlich mit diesem Stück und mit meiner Tochter, mit der Szene hatte, die im Stück eine Vergewaltigungsszene ist, ja. Also da sind ganz, also weil sie hat ja Neurodermitis bekommen danach, also als sie auf der Welt war, hat sie schwerst Neurodermitis gehabt und begleitet sie auch bis heute. Und es hieß damals, als sie Baby war und Kleinkind von 3 Jahren. Sie hatte einen geburtlichen oder vorgeburtlichen Schock erlebt. Dann habe ich mir die Vorwürfe gemacht, oh Gott, ich habe mit dem Kind so lange auf der Bühne gestanden, noch bis zum 9. Monat habe ich letztendlich auf der Bühne gestanden. Hilfe, was habe ich denn gemacht? Also damit ist das zum Beispiel verbunden. Und so gibt es von sämtlichen Stücken gibt es natürlich meine Erinnerung, die ich natürlich nicht so lange erzählen werde wie jetzt. Weil sonst ist der Abend schon gleich vorbei. Du möchtest ja auch singen. Es geht ja auch um den musikalischen Part natürlich Ach, bei natürlich. dem Abend. Und Und ich bin ja immer sehr, sehr dafür, dass man die Übergänge kurz hält und dass es sehr viel um die Musik geht und dass ich nicht so viel quatsche. Weil je mehr ich quatsche, desto mehr Blödsinn rede ich auch manchmal. ich glaube, man kommt auch irgendwann durcheinander. Kann ich mir zumindest vorstellen. Also Ja. umso mehr Text man hat, den man so auch vorbereitet, desto schwieriger wird es am Ende. Ich finde, das freie Sprechen, damit kriegt man sonst auch kürzer hin. Ja, Oder zumindest, wenn man stimmt. nur so, wenn man so ungefähr einen Satz im Kopf hat, aber den halt jetzt nicht groß ausschmücken muss, dass man da so ein bisschen So, ja, eben. straffer Dadurch kommt aber durchkommt. sehr viel Komisches auch auf der Bühne zustande, wenn ich so viel improvisiere. Aber auch da, das Das ist ja auch gut. Also, ist einfach so. es ist halt unterhaltsam. Also, darum geht es Ja. ja auch. Wenn man in einen Abend geht und Musik erleben möchte, dann möchte man ja zum einen diesen musikalischen Part haben, man möchte sich aber auch entertainen lassen. Und es gibt Genau. die großen Leute, die das wie Britney Spears machen mit einer Wahnsinnsshow. Und dann gibt es aber auch die kleineren Produktionen, wo man eben
die Situationskomik nutzt, wo man viel über die Stimme macht und wo man auch einfach den Leuten durch die Nähe, die man hat, natürlich auch noch eine andere Interaktion bieten kann. Also Natürlich. natürlich Wen, kann für wen man. ich, für wen ich persönlich sehr, sehr schwärme, Ja. ist Helge Schneider. Das, Okay. was er macht an musikalischem, was er da bietet, also jetzt vom Improvisieren, ja, was er dazwischen macht, dieser Mann ist einfach sowas von genial. Und es gibt die, und jetzt komme ich nicht drauf, Herrgott, für die ich so schwärme, komme ich jetzt nicht auf den Namen. Meinst du eine Künstlerin, musikalisch Ja, eine gesehen? Sängerin. Adele? Ja, Adele auch, sowieso. Aber nein, es gibt, oh Gott. Die hat einen schweren Unfall, musste immer an einem Krückstock gehen und hat am Anfang nichts sehen können, musste immer blind auftreten mit der Brille. Ich kann es jetzt nicht zu fassen jetzt. Und, Weißt du einen Song von ihr? nee, weil die ist so eigen und sowas von. Und da war ich in einem Konzert in der Leisthalle und habe sie gesehen und dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja, aber das bin nicht ich. Ne? Also ich schwärme für diese Musik und die Art, wie sie was darbietet, mit genialsten Musikern. Das komme ich nicht drauf. Aber das bin nicht ich. Ich möchte gerne genauso ruhig sein wie sie und etwas so ruhig präsentieren und mich in dieser Ruhe auch mal finden und sagen so, es ist in Ordnung, wenn ich eine Ballade nach der nächsten singe. Es muss allerdings grooven. Ich muss nicht so viel machen. Das funktioniert auch. Auch würde es bei mir funktionieren. Nur irgendwann kippe ich dann wieder und muss irgendwas Komisches machen, weil ich da einfach so bin, ja. Genau. Und das muss ich dann, das muss man eben als Künstler eben selber für sich entdecken und sagen, okay, nee, ich bin so. Ich bin Caro und ich funktioniere so. Und nicht wie die tolle, mega Frau, die da so wunderschöne Musik macht und in Ruhe auf der Bühne gestylt bis zum Gehen nicht mehr auf der Bühne steht und den ganzen Abend so durchzieht. Und jetzt würdest du gerne wissen, wer das ist, ne? Ah, Das Himmel! Weißt du was, aber ein bisschen ist es ja auch schön, wenn man ein kleines Geheimnis noch drumherum macht. Also Ja, vielleicht also. ist ja der ein oder andere jetzt, hat Ideen und hört sich diese Musik dann auch an. Aber man Richtig. muss auch nicht immer alles aufdecken. Das heißt, ich würde sagen, wir So. machen hier jetzt diesen sogenannten Cut und sagen, Ja. dass das richtig gut war. Und ich kann dir an dieser Stelle sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu unterhalten. Ich glaube, wir konnten noch 5 Stunden weiterquatschen, aber Ja, das ist so, ne? Ja. ich glaube, vielleicht machen wir irgendwann mal Part 2 von dieser Sache und sprechen mal über dieses Projekt, was nächstes Jahr kommt, mit den beiden Genau. Abenden nochmal intensiver und nutzen Ja. dann diese Gelegenheit, um weiter ausholen zu können. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit dem neuen Album Caro, was man bei Spotify und Apple Music und ich sicherlich auch noch anderen Streaming-Plattformen streamen kann. Wir werden die Links, die es dazu gibt, auf jeden Fall hier unter dem Video verlinken, damit ihr euch das reinziehen könnt. Und bitte macht das. Es ist eine ganz, ganz tolle Reise. Ich habe das auch schon jetzt 3, 4 Mal in Vorbereitung gehört und es hat mir immer wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es hat mich sehr abgeholt. Es ist sehr schön, sich einfach fallen zu lassen und auf die Reise zu gehen. Und Toll. ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit allen Projekten und wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Das steht außer Frage. Und Vielen ja. Dank. Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet jetzt heute Das hier. freut mich Einfach sehr. bei mir zu Hause sitzend auf dem Bett. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Also, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und geht in Konzerte, geht ins Theater, unterstützt Kunst und Kultur. Das ist sehr wichtig. Ja, total. Also, Lebenselixier. genau. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Das Eben. berührt vielleicht auch nochmal ganz anders als das, was damals vielleicht entstanden ist, wobei ich das natürlich nicht beurteilen kann. Ganz genau.